Und damit herzlich willkommen zurück bei Subnautica. So, dann wollen wir mal nach dem Silber suchen. Ist immer noch Nacht, ne? Ja. Oh, Moment. Entschuldigung. Warte mal. Ich will nochmal hier was gucken. Wie mache ich mir denn nochmal eine Taschenlampe? Batterie. Kupfererz und Säurefilz, okay. Ja, 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 ja. Was brauchen wir noch? Glas. Glas ist ja einfach. Okay, wir suchen mal nach Kupfer, weil eine Taschenlampe ist nicht so verkehrt, glaube ich. Obwohl, jetzt wird es wieder heller. Vielleicht sollten wir doch erstmal nach dem Silber suchen. Das soll es auch hier in diesem Kelp-Biom geben. Weißt du, was ich meine? Hier dieses, na? Den Plankton hier und den komischen Dingern hier. Im Sand sollen die Dinger sein, was ja auch Sinn macht. Ich guck noch mal ausführlich. Ach, da vorne sind die, okay. So, hier sind ganz viele Zähne, aber wir wollen ja keine Zähne, wir wollen ja Sandstein haben. Das kann man auch mal mitnehmen. In der Hoffnung, dass uns jetzt nicht so ein Vieh hier angreift. Da vorne ist doch was. Wir müssen eigentlich nur Sandstein finden. Deswegen suche ich hier alles mal ein bisschen ab. So. Gucken wir mal. Ist das Sandstein? Ne, das ist Kalkstein. Aber den können wir trotzdem mal aufbrechen. Achso, so. Kupfererz. Kupfererz ist auch wunderbar. Dann können wir uns nämlich gleich mal eine Taschenlampe bauen. Da kann man nämlich auch im Dunkeln wunderbar gucken. Also ich habe nochmal nachgelesen, also hauptsächlich soll es die wohl wirklich in den Dünenbiom oder Sandbiom geben. Ach ja, wir sollten vielleicht mal auftauchen. Da vorne sehe ich auch was, da können wir auch gleich mal gucken. Aber soll es auch hier geben. Soll es auch hier geben. Deswegen gucken wir doch mal, das ist ja näher. Das Sandbiom soll irgendwie im Westen liegen oder so. Die Frage ist nur, wie finde ich jetzt raus, wo der im Westen liegt, weil einen Kompass haben wir ja nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich eben eine Karte oder so. Irgend sowas gibt es, glaube ich, auch. Aber wüsste ich jetzt nicht, wo wir das herkriegen sollen. Okay, Inventar ist auch leer. Perfekt. Dann können wir ein bisschen hier bleiben. Was war das? Okay, wir sammeln vielleicht mal ein paar Fische ein hier. Na komm. Echt? Okay. Was bist du? Okay. Das ist aber auch neuer, oder? Ja, wie gesagt, mit dem Update sind ja auch so ein paar neue, neue Fischarten, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall. Ja gut, kann natürlich sein, dass das da auch mitgekommen ist. Ich weiß nur, dass die sich jetzt anders bewegen und anders verhalten sollen, die Fischarten. Oh, 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 leichte Ruckler. Ach ja, wir wollten nach vorne mal gucken. Aber wahrscheinlich... Ach, okay, wir sollen was essen. Ist das hier Sandstein? Nee, ist auch kein... Sandstein! Oh, nein, ich hab... Nein! Ach verdammt. Gold. Wir wollen kein Gold, wir wollen Silber. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass es das hier auch gibt. Okay, alles klar. Da müssen wir ja gar nicht so weit weg. Caution. 30 seconds of Hallo? Oxygen remaining. So. Hä? Was? Der hat uns nicht angegriffen? Oh oh. Du Scheißvieh, ey. Mach das noch einmal. Oh, 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 wir müssen auftauchen. Oh, oh. Oh, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Tauch auf. Du schaffst es. Oh, 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 oh. Huh. Okay. Aber ist ja schon mal gut. Jetzt wissen wir, das gibt's hier auch. Und da vorne sehe ich auch wieder so einen Block. Aber das wird wahrscheinlich wieder Kalkstein sein. Ich kann das mal... Das kann man immer so schlecht unterscheiden. Das sieht auch ein bisschen anders aus, aber... Ja, ich glaube, das ist ein bisschen gelber, aber das ist immer schwer zu erkennen, finde ich. Ja, das ist Kalkstein. Okay. Ach, ich drücke mal mit der falschen Taste. Okay, Kupfer haben wir auch. Nochmal. Ja, Kupfer ist ja nicht verkehrt. Können wir ja gebrauchen. Aber wir sollten jetzt vielleicht wirklich mal so ein Ding ans hier nehmen. Erste Hilfe. Und so ein Riegel. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch Wasser wieder haben. Und das wäre dann auch perfekt für den Anzug. Vielleicht sollten wir erstmal dann den Anzug bauen.
Und da ist so eine Box, die man nochmal scannen könnte. Oh, ich will jetzt endlich mal Silber finden. Hallo? War hier schon wieder so ein dummes Vieh da vorne, ja. Scanner, so. Einscannen, einscannen. Was war das? Seegleiter. Ah, guck mal, Seegleiter ist auch nicht so verkehrt. Ob nun Seemott oder Seegleiter. Je nachdem, was wir als erstes bauen können. Da sehe ich wieder was. Ah gut, jetzt sollten wir vielleicht das erste Mal auftauchen. Und wir brauchen unbedingt, wie gesagt, wir brauchen Wasser. Aber ich meine, für diesen Anzug brauchen wir auch Silber. Ich glaube, das brauchen wir auch. Ich will jetzt auf jeden Fall nochmal so lange tauchen und gucken, bis wir jetzt endlich mal dieses scheiß Silber gefunden haben. Weil Gold ist ja schon mal ein Anfang, das ist schon mal der richtige... Das ist der richtige Punkt hier. Ich wusste halt nur nicht, dass man das hier jetzt auch findet. Da war ich mir halt nicht sicher. Aber Sandstein ist echt ein bisschen selten. Kalkstein findet man ja ständig. Jetzt kommen wieder diese scheiß Viecher, ey. Die gehen mir auch auf den Sack. Okay, du schwimmst woanders hin. Gucken, was das hier ist. Kalkstein, ah, Titan. Titan haben wir ja echt genug eigentlich. So, was ist das hier? Weißt du, was wir da einscannen wollen? Vehikelbucht! Zwei. Einscannen, ganz wichtig. Eins von drei wieder, ja, das war ja klar. Da vorne ist auch noch was. Und da vorne, da sind noch mehr Container. Ich hoffe, das sind auch alles Vehikelbuchten. Ich hoffe, diese... Ach, wie hieß der Fisch nochmal? Ist ja auch egal. Ja, perfekt. Zweiter Teil. Jetzt brauchen wir nur noch einen, ich hatte doch noch einen gesehen hier, verdammt. Verdammt, wo ist der andere? Da vorne. Und dann sollten wir erstmal wieder auftauchen. Da ist schon wieder so ein Mistvieh. Ne, ist ein Seegleiter, aber ist auch gut. Da haben, ah guck mal, Seegleiter freigeschaltet, perfekt. Haben wir noch einen Blueprint. Perfekt. Ist da Sandstein? Können wir gleich mal gucken. Da sind auch noch ein paar Sachen. Könnte vielleicht auch mit Glück Sandstein sein. Aber... Oh, wie ich mein Glück einschätze. Scheiße, wir sollten echt früher auftauchen. Das ist echt ganz schön knapp. Wie ich das so einschätze, werden wir wahrscheinlich kein Glück haben. Und es ist wieder Kalkstein. Hat er gerade gehustet, der Typ? Okay. Ich höre schon irgendwelche komischen Sachen, aber kann das sein. Da ist was, da ist was. Eins von den Dingern muss doch Sandstein sein. Obwohl da. Nee, das Tor steht eben. Oh, bitte, lass das jetzt Sandstein sein, ey. Ja. Nein, Gold, wie. Ach, Mann. Ich meine, gut, Gold können wir mit Sicherheit auch gebrauchen. Wird nicht verkehrt sein. Nur gerade ist echt das, was wir brauchen, ist halt Silber. Ist das. Vielleicht ist das Sandstein. Ich hoffe einfach mal, dass das Sandstein ist wieder. Sieht so aus, ne? Ja. Silbererz. Da müssen wir erstmal gucken, ob wir erstmal so einen Anzug bauen. Weil solange wir die Vehikelbucht nicht haben, bringt uns die. Können wir die Seemotte ja eh noch nicht bauen. Verdammt, wir brauchen echt Wasser. Wir brauchen Wasser, deswegen. Der Anzug wäre, glaube ich, echt die Nummer 1. So, bloß auf eine andere Taste wechseln, sonst werfe ich das Ding gleich wieder weg. Wenn ich mich verklicke. Solarmodulfragment, ist auch gut. Hoffentlich reicht da eins. Weil es schon so lange dauert. Ne, zwei brauchen wir, okay. Und da vorne sehe ich wieder, das könnte auch wieder Sandstein sein, deswegen. Aber wir tauchen erstmal auf. Das werde ich mir merken. Und da sehe ich auch ein Fragment, was wir einscannen können. Perfekt. Bitte, dass das die Vehikelbucht sein. Oder ein Solarmodul. Ist natürlich Solar ist auch perfekt. Das sind ja alles so Dinger, die man vorher, vor einigen Updates, sage ich mal, konnte man die ja alle so schon bauen. Mittlerweile muss man die ja alle finden und ja, dadurch freischalten. Was das natürlich alles noch ein bisschen schwieriger macht. Und vielleicht haben wir ja Glück und das ist auch hier Sandstein. Was ist das denn hier? Was ist das? Aufnehmen. Kreaturenei. Okay. Können wir Kreaturen züchten, oder? Solarmodul, ja perfekt. Dann haben wir das auch schon mal.
Es fehlt uns ja nur noch die Vehikelbucht. Kalkstein. Kann ich auch einscannen, was bringt mir das? Bringt mir das irgendwas? Okay. Wird nur zur Enzyklopädie hinzugefügt. Vielleicht sollte ich den Feuerlöscher auch mal zu Hause lassen. Ich glaube, den brauchen wir ja nur nicht wirklich. So, Sandstein ist... Warte mal. Oh. Ist das Sandstein? Ja, Gold. Hm. Und da ist wieder... Der hat sich verbuggt. Ich denke, das soll besser geworden sein. Okay. Na gut, ist vielleicht auch besser geworden, aber trotzdem. Der hat sich verbuggt. 30 Seconds of Oxygen remaining. Und da ist wieder so ein Kasten, glaube ich. Der sieht ziemlich dunkel aus, aber das müsste wieder so ein Kasten sein. Wir tauchen nochmal auf. Und da ist natürlich auch noch Sandstein. Perfekt. Oh, wir müssen uns das unbedingt merken. Wir müssen hier runter, so ungefähr. Aber erstmal hoch. Und diesmal hat es besser gepasst. Also wir merken uns, wenn die sagt 30 Seconds, dann auf jeden Fall direkt auftauchen eigentlich. Unverzüglich auftauchen. Aus der Tiefe, dann dauert das doch ein bisschen. Vor allem, weil wir halt noch keinen Segleiter haben. Und die sollte... Ja, gut, schlau wäre vielleicht auch immer das Messer und so aus der Hand zu nehmen, weil dann sind wir sowieso schneller. Ach, okay, das ist ja so ein... Das kennen wir ja schon. Okay, T-Town. Bitte... Oh, bitte Sandstein. Wie können wir denn so viel Gold finden? Ist Silber etwas seltener als Gold? Das sieht auch aus wie Sandstein. Silbererz. Oh, perfekt. Ah, jetzt haben wir noch einen Lauf hier. Noch mehr Silbererz. Komm, ein Silbererz will ich noch finden. Warte mal, was ist das hier? Ja. Ja, perfekt. Ja, Mann. Ja, es läuft doch. Kann ich die auch so schlagen? Ja, perfekt. Ich kann den Scanner also in der Hand behalten. Wenn wir vielleicht noch einen Silber finden, weil ich glaube, Silber brauchen wir echt jede Menge. Und dann müssen wir gleich zusehen, dass wir den Anzug erstmal herstellen. Kupfer ist auch gut. Ja, ich weiß, aber das will ich nochmal eben aufbrechen hier. Okay, war kein Sandstein. Oh, da will ich nochmal runter. Das nehme ich nochmal mit da. Das nehme ich mit, das Titan nehme ich vielleicht mit. Oh, das. Oh ja, wir haben ganz gut was gefunden, sehe ich gerade. Das sind überall so Brocken. Ja, locker. Locker. Guck mal, hier rankt das sogar aus dem Wasser raus. Hier ragt das raus. Rankt. Die Ranken ragen aus dem Wasser. So. Da ist nix. Aber hier ist was. Wir sind jetzt ziemlich tief. Wenn wir erstmal die Seemotte haben, dann ist das ja auch alles easy hier. Oh, das ist leider Coin Sandstone. Aber vielleicht ist das hier oben ja Sandstein. Das, ich glaube, das ist gelblicher einfach nur, oder? Wenn das jetzt Sandstein ist? Nee. Oder ist das eher... Nee, das ist eher weiß. Kalkstein ist ein bisschen gelblicher oder ein bisschen kleiner vielleicht. Ich kann das echt nicht unterscheiden, also... Das ist auch wieder Kalk, ne? Ja. Okay. Hä? Ich habe gerade irgendwas... Oh ne, die Brille ist rot. Das hat gerade getäuscht. Okay. So, 50 Sekunden haben wir noch. Ach, da sind diese anderen Viecher. Nimm's auf. Ja, gut, okay. Ich glaube, hier ist auch dieses Sandbiom. Kann das sein? Lass die den Fisch aufnehmen. Ja. Ja, ich weiß. Stimmt gar nicht, wir haben nur noch 27. Das hat die voll spät gesagt, die Eide. Oh, das Ding will ich nochmal. Da. Oh, verdammt. Ey, wir kommen hier nicht weg. Weil ich glaube, das ist Sandstein. Sandstein ist, glaube ich, einfach nur ein bisschen größer, sehe ich gerade. Ich glaube, das ist nur ein bisschen größer. Das hat unterschiedliche Größen und unterschiedliche Formen. Sandstein ist ein bisschen rundlicher. Ja, kann sowieso gut sein, dass wir gleich sterben werden, sehe ich gerade. Es sei denn, wir finden noch so einen blöden Blasenfisch. Wir legen den Feuerlöscher mal aus der Hand, genau. Können wir viel schneller schwimmen. Wir müssen ganz schnell ans Boot jetzt. Okay, das war auch nichts. Ah, schnell zum Boot.
Oder Rettungskapsel im Boot haben wir ja noch nicht. Oh, wir brauchen unbedingt diesen Automaten. Automaten. Ja doch, ich glaube, es gibt sogar einen Automaten für Wasser, aber... Alter, ist das Ding weit weg. Okay. Dann werde ich, glaube ich, da ein bisschen tauchen. Und mit Glück finden wir ja noch so einen Blasenfisch, dass wir... Die Nacht bricht herein. Aha. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Wir brauchen unbedingt so einen scheiß Fisch, ey. Verdammt. Das warst, glaube ich, du, ne? Du machst so komische Geräusche da, ne? Alter, ist das dunkel. Alter, ist das dunkel. Okay. Haben wir denn irgendwas dabei vielleicht, zufällig? Minus, minus. Scheiße, wir haben Fische, aber die bringen uns alle nichts. Die bringen uns nichts. Schwimm schneller. Gut, jetzt in der Nacht werde ich keine Blasenfische finden, glaube ich. Wie gesagt, wenn wir erstmal die Seemotte haben, dann... Also mit Pech werden wir jetzt gleich sterben. Ich glaube, das ist sogar relativ sicher. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch rechtzeitig zu der Seemotte schaffen. Oh, ich hoffe. Zu der Seemotte. Ich sage immer Seemotte. Zu der Rettungskapsel. Wir müssen es schaffen. Wir müssen noch... Oder zumindest ein paar Sachen ablegen. Irgendwie die wichtigen Sachen. Zumindest bis zu den Containern das irgendwie schaffen. Da ist ein Blasenfisch. Da ist ein Blasenfisch. Da ist ein Blasenfisch. Nein. Nein, 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 nein. Komm zu Papa. Komm zu Papa. New Creature. Scheiße, den müssen wir erstmal zubereiten. Nisa. Komm. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das wird so knapp. Oh, verdammt. 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 Wo ist der Ding jetzt? Nein, 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 nein. Vital signs. Stabilizing. Erstmal zu mir nehmen. Okay, so. Desinfiziert es. Warte mal, dann können wir ja gleich mal gucken. Wie machen wir nochmal das Desinfektionsmittel? Caution. Mild dehydration detected. Korallenprobe. Ja, ja, ich weiß. Aber jetzt ist ja schon wieder ein bisschen safe. Korallenprobe. Tischkorallenprobe. Ist das nicht eine allgemeine Korallenprobe? Was ist denn eine gemeine Korallenprobe? Was ist damit denn gemeint? Gibt's eine gemeine Koralle oder? Gibt's noch andere Korallen? Warte mal. Vielleicht irgendeine andere Koralle? Vielleicht habe ich gerade die falsche. Rote Tischkoralle? Säurepilz? Ich will das ja, wenn dann, jetzt komplett ausnutzen, ne? Weil das bringt mir um einiges mehr, das desinfizierte Wasser. Oh, ist das hier eine... Warte mal, zählt das als... Können wir die nicht... Warte. Okay, das ist eine gemeine Korallenprobe, okay. Ja, toll für diese Beschreibung. Das hieß zwar früher auch Tischkoralle. Wieso heißt das jetzt auf einmal so? Okay. Na gut, ist ja auch egal. Ist ja jetzt wurscht. Dann stellen wir mal unser Ding ans her. Unser Desinfektionsmittel. Und dann gucke ich gleich mal nach dem Anzug. Weil ich weiß nicht, was das bringt. Desinfiziertes Wasser. Aber mit Glück bringt das doppelt so viel. Deswegen. Solange wir jetzt diesen Blasenfisch noch da haben. Und noch nicht so hundertprozentig auf das Wasser angewiesen sind. Da, Desinfektionsmittel. Zack. Vorher ging das nämlich mit Salz. Das ist nämlich alles geändert worden. Okay, das bringt doppelt so viel tatsächlich. Würde ich mal sagen, ne? Oder? 40, ja. Oh, 40. Wunderbar. Wunderbar, warte mal. Dann, gucken wir mal. Waren die nicht in der Nähe sogar, diese Blasenfische? Na gut. Wird das in der Nacht wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
So, dann gucken wir mal. Ausrüstung. Destillanzug, Fasergeflecht. Sonst haben wir das Silbererz, ja, guck mal.